Entschuldigung, Ihre Sachen liegen auf meinem Platz. Oh, Verzeihung. Das gibt's doch nicht. Du willst mich wohl verarschen. Entschuldigen Sie bitte, Ma'am. Ich brauche einen anderen Platz. Wir waren mal verheiratet. Die schlimmsten 19 Jahre meines Lebens. Wir waren nur 5 Jahre verheiratet. Ich rechne die Erholung mit. In 4 Tagen heiratet unsere Tochter einen Typen, den sie kaum kennt. In Bali, am anderen Ende der Welt. Ich möchte dich wirklich gern küssen. Es ist, als hätte ich hochgeblickt und festgestellt, dass alles, was ich je wollte, direkt vor mir liegt. Sie versenkt ihre Karriere. So wie ihre Mutter. Ich bin also die Einzige, die sie aufhalten kann. Auf ihn hört sie nicht. Oh, Champagner! Oh, 2 bitte. Lassen Sie die Flasche hier. Danke. Sie zerstört ihr Leben. Wir müssen sie dazu bringen, ihn fallen zu lassen. Auch wenn es schmerzhaft für uns ist. Ohne Waffenstillstand schaffen wir es nicht. Wir müssen im Gleichschritt marschieren. Hey! Habt ihr einen Pakt geschlossen, euch erst nach mir umzubringen? Wir sind für dich da, mein Liebling. Ja, wir alle beide. Ja. Versprochen? Keine fiesen Kommentare. Ich glaube nicht, dass du was gewinnst, wenn du das ganze Schwein isst. Keine Streitereien. Weg. Jetzt geh schon zurück. Keine passive Aggression. Was ist mit aggressiver Aggression? Versuch nicht so laut zu schnarchen. Ich habe ein Nasenpflaster. Da! Komisch, dass du noch allein bist. Mom, Dad, das ist Gede. Warum spasti hast du Gede? Hey, das hast du nur gelernt, damit ich dumm dastehe. Das kriegst du auch ohne mich hin. Und das sind sicher keine Haie? Komm jetzt, sei nicht so ein Schisser! Vielleicht arbeiten die für die Haie. Komm schon! Hat mich doch glatt ein Delfin gebissen. Und was machst du da? Er sagte pressen. Er das ist aber... Wie lautet der Plan? Wir stehlen die Ringe. Wie wirken sie? Enttäuscht. Liegen wir falsch? Wir liegen nicht falsch. Wieso trauen wir Lilly nicht zu, selbst zu wissen, was am besten für sie ist? Ich glaub's einfach nicht. Wovon sprichst du? Sie hat die Ringe gefunden. Wo? In Moms Tasche. Na ja, klar. Was? Du siehst nicht übel aus. Bitteschön. Nichts für schwache Nerven. Das ist nicht sein erstes Mal. Okay, legen wir los, legen wir los. Könnten wir vielleicht etwas Altersgerechtes für die beiden bekommen? Und los, in welchen? Ist bloß einer. Ich sehe 2. Ah, ja. Bitte hör auf. Oh, bitte nicht. Lieber Gott, schick uns einen Asteroiden.